Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der kleine, laute, freche Niklas. So, wir spielen heute wieder Lego Worlds. Aber wir werden diesen Planeten jetzt einmal kurzfristig verlassen und werden zu einem anderen aufbrechen. Denn wir brauchen eine ganze Menge goldener Lego-Steine und hier gibt es nichts mehr Vergleichbares zu finden. Von daher schmeiß dich ins Raumschiff und wir suchen uns eine neue Welt. What? In der wir dann hoffentlich die fehlenden Lego-Steine bekommen. Nehmen wir das? Nehmen wir das. Ah, das. Das? Das sieht interessant aus. Okidoki und... Sigma los Frost. Und los geht's! Vielleicht gibt's da Schnee! Hört sich so an. Oder? Und ich möchte auf jeden Fall keine Samurai... Frauen mehr sehen, die irgendein Foto von einem komischen Ding haben wollen. Gerne, glaube ich. Mal Urlaub machen, Markus. Das wäre mal eine Idee. Ja. Ausspannen. Vielleicht gibt es da einen Strand. Ja, ist ja viel Wasser dort. Da gibt es bestimmt Strand. Und da bauen wir uns dann ein Haus und machen Urlaub. Markus. Oder? Ich falle. Achtung, du fällst runter, Markus! Ins Ende der Welt! Dann du musst draufklettern! Wo bist du, Markus? Oh, ich bin. Wow, da gibt es wie Atlantis eine Unterwasserstadt, schau. Markus, ernst, die Musik macht mir Angst. Das ist. Markus, das ist so wie Monsterstadt hier. Wie Monsterstadt? Nö, ja, nur so. Na, ich komm zu dir, hier gibt's goldene Lego. Ja, das ist ein Trampolin. Ja. Boah. Ein Skateboard, Markus. Ein Hai. Lass mich in Ruhe. Markus, da gibt's ein Skateboard. Oh, yeah. Schau mal zu den goldenen Lego-Steinen. Ich kann zwei sehen von hier. Der hat einen Pfeil im Kopf. Ja. Malen! Oh, hallo, könntest du mir mein Haus Farbe streichen? Das könnte wirklich. Drei goldene Lego-Steine. Oh, da gibt's Aufgaben für Niklas. Ja, Malen! Sehr cool. Und du tust einscannen. Sehr cool. Was? Eis, gell? Als ob ich schon die Aufgabe fertig habe. Die lacht doch so komisch. Als ob die mir nur einen Fisch gibt. Ich mag was Besseres. Schau die Xena. Servus Xena. Und die folgt dir jetzt. Was ist jetzt? Blumen. Die Gegenstände, die du für diese Mission brauchst, sind definitiv ganz in der Nähe. Okay. Halte danach Ausschau. Guck nach oben. Guck nach unten. Was braucht die? Guck geradeaus. Ich habe oft schon sieht man den Wald voll lauter. Die roten Blumen hast du auch? Schau ich jeder an. Hast du sie oder hast du sie nicht? Sonst weiß ich ja nicht, ob ich sie suchen muss. Ne, habe ich nicht. Na also. Ich merke ich dir. So, was willst du? Kämpfen! Wir haben wieder diese Zombies, die kannst du nicht besiegen. Warum nicht? Ja, die haben wieder so super duper Leben. Was? Wieso habe ich das Ding in der Hand? Ich will eine Waffe, keinen Apfel, kein Getränk, keine Laterne. Da muss ich einsetzen! Keinen Fotoapparat! Hab sie eliminiert einfach mit dem Fuß! Keine Laterne! Ich eliminiere sie mit dem Find Fuß! Doch.
ich eliminiere sie mit dem Fuß einfach. Eliminiert. Und ich spiele Melodie dazu. Was ist das? Muss ich das mal ausprobieren. Hauptsache, wir haben einen goldenen Monsterkanone bekommen. Wie sich der Monster? Nö, nichts. Da schießt sich nichts. Mathus, da rennt ein Leute an der Leder schon. Judas? Ja. Ja, der macht Breakdance. Ah, da. Keine Musik mehr. Wow. Komm her. Was will die? Keine Ahnung. Oh, kann man geben. Nimm die Gitarre. Bitteschön. Ja, du hast gesagt, keine Musik mehr. Ja, aber die Gitarre ist voll cool. Ja, ich weiß. Was ist mit dieser Hexe da? Die hat den armen Wissenschaftler da. Eliminiert. Ja. Hör auf jetzt mit dem Blödsinn. Sonst lösche ich dich. Und wie funktioniert das? Das wirst du dann schon sehen. So, da hinten ist noch ein goldener Lego-Stein. Ja, da gehe ich gerade hin. Oh, der gnädige Herr geht zu einem goldenen Lego-Stein. Angriff! Oh, Markus, hilf mir! Das greift mich einfach ein Zombie an. Angriff, Markus, schau mal her! Ich kann ihn höchstens zu Tode fotografieren. Hubschrauber, Markus. Den Hubschrauber haben wir noch nicht. Runter. Oh, das ist was für dich. Bauen. Das ist was für dich. Definitiv. Da war's. Da war's. Ein Lager. Oh ja, den kann ich nur mehr freischalten. Was? Aber im Prinzip haben wir den Helikopter. Ja, den habe ich gerade eingesplant. Was jetzt? Bauen? Na dann bau mal schön. Ja was? Ja, hat sie dir nicht gesagt, was sie haben möchte? Ich bin am Ende der Welt. Ich habe es nicht gelesen. Na, sehr schön. Das werde ich schon irgendwie schaffen, Markus. Oder? Na, bestimmt. Mein ich vertraue dir. Oder, ja. Was möchtest du? Ich schau mal zum Ballon. Was es heute Nettes im Angebot gibt. Nichts. Okay. Das brauchen wir alles nicht. Da! Ah, oh, jetzt habe ich das gefunden. Bitteschön. Ich hab's abgehakt. Da gehen wir jetzt einen goldenen Lego-Stein, Markus. 300.000 Lego. Ah! Oh. Da, komm her. Hab dich. Fertig. So. Wo ist der Shop? Da ist der Shop. Da gibt's nichts Vernünftiges zu kaufen. Ah
Freischatten, Ledostein. Ein Zusatzherd haben wir einen Haufen, Markus. Das brauchen wir nicht. Doch. Nein, wir sind nur zu zweit. Du willst nur Geld ausgeben. Wir müssen sparen. Ich mag das aber kaufen. Markus, bitte. Du sparst ja eh für ein TOS. Ja, ich darf wieder sparen. Du hast schon über 300.000. Und ich? Ich kauf's mir jetzt, Markus. Was habe ich denn jetzt? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das, Markus? So, Freischalten. Was ist das? Hallo. Wow. Freischalten. Das ist ziemlich schwer. Oh. Wenn man die Sachen nicht gleich kaufen kann. Ja, wir sparen. Ja, trotzdem ist schwer, weil wir immer aufpassen müssen, ob das jetzt zu entdecken ist, so wie da. Da hast du die rote Blume. Ja, wow, 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 wow. Das ist... Dann düse ich mal hin, Markus. Würde ich machen an deiner Stelle. Und Markus, kannst du das kaufen? Erledigt. Dankeschön. Ich bin eine Hexe, Markus. Du bist ein Lauser, keine Hexe. So, ich würde sagen. Entschuldigung. Ich verwandle mich wieder in ein Skelett. Ist irgendwie schade, dass wir kein U-Boot haben. Aber wir haben freigeschaltet. Markus. Was ist jetzt passiert? Oh. Oh. Wieso ist der bei mir? Du X entdecken. Ja, wieso ist bei mir die verschwunden? Markus, wir haben alle bei mir ist jetzt. Was? Ich will ja nur. Eins kleiner. Da läuft sie. Ihr nach. Sie kommt an den Strand. Warte, ich es nicht nennen, Markus. Da ist sie. Die gibt so. Mir immer noch nicht im goldenen Licht. Jetzt, da mein Haus fertig ist, kann ich Auftritt haben. Baust jetzt. Du mir draußen eine Bühne? Genau, eine Bühne. Offensichtlich bist du noch nicht fertig. Ne. So, ich schau mal hier mal die Unterwasserwelt an. Oh. Da, Bühne fertig. Delfine. Haken. Tauchen. Oh, wir haben den Fisch nicht. Schade. Schade, Fisch. Wie groß muss ich sein? Oh, da geht's tief runter. Ich bin fertig mit der Bühne, Markus. Das ist die Bühne. Das ist eine Bühne. Was? So viele Ledosteine. Sie ist zufrieden. Dann gehen wir. Die gibt mir immer noch nicht den goldenen Ledostein. Gib mir. Gib mir den Legostein. Da, was jetzt? Ein Knochen? Ich bin am Meeresgrund. Markus, weißt du, was sie mir vorher gegeben haben? Ist der. Ein Haifisch. Ist der Händler noch in der Nähe? Ne, nicht. Und Markus, Skelette vernichten! Weil vielleicht hätte der einen Fisch gehabt. Nur Fleisch. Jawohl. Ich erledige dich.
Schon wieder goldener Ledostein. So ein Wicht. Fange ihn. Ich kann dir leider nicht helfen. Darwin. Aber du schaffst das. Fortgeschrittener Bauer. Da, ich hol mein Schwert und vernichte sie. Da. Nur da drauf. Ritter, da aufs Skelett drauf. Aufs Skelett drauf. Bam, bam. So, das sind. Ah, ich habe Spam. Ich weiß, ein goldener Ledostein. Ja, sie geben dann den goldenen Ledostein, Markus. Wow, toll. Das war schon schwer genug. Jetzt mal nicht mehr Münzen holen. Hier, Markus, hier. Dann. Super Trip. Einfach mit dem Monster Truck herumfahren. Und irgendwas erwischen dabei. Egal was. Hauptsache irgendwas. Da im Tempel ist nichts drinnen. Oh, ein Delfin. Hallo, der steckt im Boden. Hm. Ja, das ist eine Muschel. Große Muschel sogar. Amen. Hoffentlich gibt es da keine explosiven Kürbisse, Markus. Die kann ich jetzt am schlechtesten gebrauchen, Markus. Hm. Weil ich gerade mit dem Auto unterwegs bin. Oh, der böse, große, weiße Hai. Ganz friedlich bleiben. Oh. Ganz friedlich bleiben. Also ob ich jetzt bloß... Das war wohl ein explosiver Kürbis. Oh, was ist das? Monster Truck. Spaziergang am Meeresgrund. Hallo großer Hai. Hallo Delfin. Hallo roter Fisch. Hallo Koralle. Das ist zwar sehr interessant, aber gar nicht spannend. Ich würde gerne irgendwas finden. Ja, da bin ich jetzt auch schon wieder am Ende der Welt angekommen. Oh. Da. Juhu, ich habe einen Kaktus gefunden. Oh. Was? Da ist eine, ich zittere mich runter. Oh. Da war es eine. Feldspalte und da ist eine irgendwie eine komische Höhle, aber da ist nichts drin. Geht's da weiter? Nö. Komisch. Eher komisch. Was machst du so? Na, ich schau, ob ich da was finde. Schatzkisten oder irgendetwas Interessantes.
Aber da gibt's ja gar nichts. Und hast du schon etwas Interessantes gesehen? Nein, ich bin gerade bei dir. Ja, ich weiß. Aber du warst ja auf dem Weg zu mir. Also hast du irgendwas Interessantes gesehen? Nee, nur ein paar Münzen. Ich weiß schon, wie die Folge heißt heute. Unter Wasser ist nichts los. Vielleicht. So, jetzt bin ich gleich wieder am Strand. Ausbauen. Ja, da können wir mal eine eigene Folge machen, aber heute nicht. Achso, das bist du mit dem Licht da vorne. Ja, das war ich. Da ist ja gar nichts los. Es schaut schon schön aus von oben. Mit den ganzen Korallen und so. Ja, hier mag ich ein Haus bauen. Und es ist komisch, dass wir. Also, schade, dass wir den Fisch nicht haben. Welchen Fisch? Ja, den normalen grauen Fisch. Sonst hätte ich die rote Krake freischalten können. Grauen Fisch? Ja, den habe ich der Katze gegeben. Wir haben einen. Nein, haben wir nicht. Doch. Nein, haben wir nicht. Doch, nein, haben wir nicht. Ich aber. Na, dann such dir die rote Krake. Schau, da unten ist ein verlassenes Schiff. Oh. Ein Schiffswrack. Ich mag zu dir, Markus. Ja, du warst ja die ganze Zeit mit dem Unterseeboot unterwegs. Hast du das nicht gesehen? Da, ich bin in der Nähe. Und da sind auch zwei rote Kraken. Vielleicht kannst du mit denen sprechen. Na, die möchte nicht. Da ist eine Kiste. Im Schiffswrack? Ja. Ne, siehst du? Tauch ab. Tauch ab. Öffne sie. Was ist drinnen? Nein, okay. Ein Degen. Und schon wieder eine Kiste. Münzenkiste. Gut, da war dieser Tempel, da war auch nichts los. So, schau mal, was es da gibt. Oh, mysteriöse Kreise. Ich glaube, ein Schiffsrad war nur diese Kiste. Okay. Und was gibt's da? Außer große Korallen. Polalle. Und da hinten Fisch. Ah, da hinten, was ist da hinten? Da gibt's auch noch Tempel. Zwei sogar. Dann schauen wir mal, dass wir hinkommen. Wo? Ein Tempel? Ja. Vielleicht. Da schaut, da ist auch ein Kistensymbol. Oder täusche ich mich? Nein? Da im Tempel müsste einer drin sein. Wieso taucht der auf? Hallo? Du bist offenes Skelett, runter mit dir. Musst du behalten. Ja, was mach ich doch. Musst du riechen? Ich hab den Traumfisch. Hat eingesammelt, oder? Cool. Dann bist nein, du. Nein, der düst weg. Komm, hab ich doch noch erwischt. Ja, dann gib ihm der Krake. Oh, die war gerade bei dir in der Gegend. Ja, und jetzt ist sie weg. Oh. Ich kann nichts sehen. Wo sind die mysteriösen Preise? Dann hol dir eine Fackel.
Gerade dabei. So, Laterne. Hallo, hi. Die Haie tun nichts. Ui, und ich sehe eine Kiste. Hier. Markus, sie sind da drinnen versteckt. Der Eingang ist versperrt. Da. Oder ich finde einfach nicht den Eingang. Da, da ist der Eingang. Ja. Yeah. Und damit hier. Viele Schatzkisten. Zwei Münzenkisten. Und eine große Kiste. Wo hast du deinen Eingang gesehen? Ja, du bist fast beim Eingang. Hier, genau, hier ist ein Eingang. Ja. Da musst du einfach durch die Säulen. Da, da ist der Eingang. Ah. Ganz fies versteckt. Ich öffne auch die große Kiste, Markus. Und es ist. Du hast. Ja, wieder mein Lieblingsboden. Und ich bekomme auch den gleichen Boden. Markus. Oje. Mein Lieblingsboden ist das, Markus. Das war cool. Hallo, rausschwimmen. Raus. Fisch. So. Markus, wo sind die Monsterwesen? Reise. Warte, da ist eine. Okay. Und wir schwimmen mich rauf? Erhalten. Ah, komm her. Schau, den Fisch haben wir nicht. Ich hab den aber erst eingesammelt. Und der Haifisch möchte auch was. Den gleichen Fisch. Ja. Haben wir nicht. Ein kleiner Pavillon. Das sind die mysteriösen Preise, oder? Oh, da unten ist was. Da blitzt was, da blinkt was, da. Das ist die Kiste. Sind doch die mysteriösen Preise, oder, Markus? Dankeschön. Okay. Ah! Markus, ich brauch Luft! Naja, wenn du kein Skelett bist, brauchst du Luft, ja? Oh, no! Ah! Umso mehr Herzen man hat, umso mehr Luft hat man. Markus. Mhm. Gut zu wissen. Ich muss was ausprobieren. Bin unter Wasser. Willst du schauen, ob du Herzen verlierst? Das doch ich auf. Nö. Okay, Kürbis. Ah, das ist. Das war der explosive Kürbis. Ja, und da vorne geht's wieder an Land. Bin auch am Land. Also viel war da nicht los. Oh, was ist das? Ist dort unter Kessel, okay? So. Markus, kann man noch vor Halloween noch ein Haus bauen? Markus. Vor Halloween. Na, schauen wir mal, ob wir überhaupt noch dazu kommen. Münzen, 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 Münzen. Markus, komm lieber nicht in meine Nähe. Die blaue Münze rollt ins Meer. So. Markus, näher dich nicht zu mir. Warum? Ich mache gerade ein gefährliches Experiment. Ein gefährliches Experiment? Wie viele Kürbisse du anpflanzen kannst?
Ne. Der Händler ist irgendwo da. Sehe ihn nicht. Ist da ein Baum? Ja, ober dir. Schau nach oben, Markus. Ne, ich klettert nach oben. Ganz einfach. Ah, da ist er. So weit oben. Aber nichts taufen, Markus. Hallo. Okay. Na, ja, der hat hier nichts Interessantes. Lass mich mitfahren. Au. Auf die Nase gefallen. Oh. Markus, komm mal zu mir. Wie viele Kürbisse ich anpflanze. Was ist mit dem einen goldenen Legostein da vorne? Den habe ich doch schon abgehakt. Schau schnell hin, Markus. Ich bin gerade gar nicht in der Nähe. Ist der am Baum oben? Ja, am Baum. Und ich klettere. Oh, da. Hi. Hat Angst vor? Nee. Na Moment. Weil bevor wieder die Bösewichte kommen und ich die dann versuche mit Getränkeflaschen oder sonst irgendwas zu schlagen. Nimm die Axt. Ein Besen. Eine Axt, die. Ja. Skeletten. Also vor mir. Komm, her. Wo seid ihr? Markus! Was? Die hat... Was ist? Irgendwer ist abgestürzt genau in mein Experiment. Na super. Das ist ja... Na super. Aber hier ist noch ein goldener Legostein. Oh. Danke, vielen Dank für die Münzen. Was willst du? Was willst du? Ein Foto? Das kann ich dir. Kann ich? Ich kann das. Ich bin cool. Hallo. Ich kann das. Komm her. Da, bestätigen. Komm her. Ich was kann das. Du? Ich habe nämlich das Gespenst gescannt. Wo ist es? So. Da schau, das ist... wo ist die Kamera? Nein, nicht die Pistole, die Kamera. Wo bist du, verrückter Wissenschaftler? Na komm her. Hallo. Ich glaube auch, ich habe nicht den richtigen Fotoapparat in der Hand, oder? Kann das sein? Wie war das mit dem blöden Foto? Kurz X drücken. Nö, kurz B drücken. Ja. Und X drücken, um ein Foto zu machen. Lauf. Du musst ihn auch mit fotografieren, Markus. Das will er ja nicht. Doch. Nein. Doch. Wo ist er jetzt? Wieso hat er jetzt... Was zum... Ich finde schon wieder die Axt nicht. Ich kriege einen Anfall. Ich will doch nur... Stock! Blasrohr, du kannst du schießen. Oh.
Entschuldigung. Okay. Ich will aber etwas rustikaleres. Ah! Und wie? Und du musst ihn schon mal erwischen. Ja, das geht aber nicht mit dem komischen Teil. Au! Aber jetzt. Oh, die haben schwarze Herzen. Was bedeutet das? Ja, da brauchst du die große Piratenbombe. Ich finde. Hier, Markus, ich bin jetzt ein ganz. Oh. Ja. Irgendwie. Achtung, da verfolgt dich. Oh. Mit der Piratenbombe verprügeln. Echt jetzt? Ja. Oh. Hier, Markus, ich bin ein ganz normaler Bewohner. Ich fahre herum und fahre herum. Ah, wo? So, und wo ist jetzt der Typ mit dem goldenen Lego-Stein? Ich wollte doch nur das Foto machen. Ich komme! Und hab ihn noch nicht. Ich komme, ich bin am Weg. Und ich erwische ihn. Treib ihn zu mir. Bist du? Ich bin da. Da hab ihn. Hey! Hoppala, das war die Rache. Das war die Rache. Bitte schön. Ich glaube, auf dem Planeten wohnen lauter Räuber. Die wollen alles haben, was wir bis jetzt gesammelt haben. Du hast Farbe. Ich werbe alles. Ich hab einen Halloween-Kopf. Du weißt, etwas verfolgt dich. Ja, genau. Ja. Au, wo bist du? Wow. Du Feigling. Nein. Ich mach dich platt, du! Nein!
Knüppel aus dem Sack. Boah, du erwischt mich einfach und ich dich gar nicht. Weg mit dir! Ja, trink, du Huhn. Ich aber nicht. So. Ich glaube, das war genug Unsinn für heute. Nö. Noch eine Runde. Nein, genug Unsinn bitte. Für heute. Bitte. Eine Peinschlacht. Nein. Bitte. Wir treffen uns beim Raumschiff. So, das will einmal gefüttert werden. Ich nehme da eine Überraschung mit. Wow, 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 wow. 73. Komm her, du Knilch. Klar. Ha. Ah, sie treffen mich ja. Geschieht dir vollkommen recht. Für den Blödsinn, den du schon wieder veranstaltest. Geschieht ja vollkommen recht. Okay, zum Abschluss dieser Folge gibt es noch einmal Spinnengulasch und noch eine Errungenschaft und eine zweite. So, und jetzt komm zum Fahrzeug. Glaubst du, du kannst mich da mit deinen kleinen Spinnen beeindrucken? Yep. Nur wenn man den falschen Apfel in der Hand hat. Ja. Und tschüss. Hoppala, na, könnt ihr nicht schwimmen? Na, was ist los? Da komm jetzt zum Raumschiff. Bin beim Raumschiff. So, nach diesem chaotischen Ende bedanken wir uns bei unseren Abonnenten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ja hier wieder einige Lego-Steine bekommen. Jetzt dauert es nicht mehr lang, bis wir dann zu den Welten dürfen, für die wir 80 Lego-Steine benötigen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Lass mich doch in Frieden. Wenn wir uns auf den Weg machen zu einer neuen Welt ohne Spinnen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.